Fassaden verschmutzen mit der Zeit und werden dann recht unansehnlich. Insbesondere die Hausseiten, die der Bewitterung ausgesetzt sind, neigen natürlich dazu. Der Grund ist zu viel Feuchtigkeit, die lange auf der Oberfläche steht und damit Algen und Pilzen einen guten Untergrund zum Wachsen bietet. In Gebieten, die häufig Bodennebel aufweisen, sind Fassaden ganz besonders schmutzgefährdet, da die feinen Nebeltropfen selbst bei Putz mit glatter Oberfläche nicht ablaufen. Wie ihr das mit einem Produkt verhindert und wie es aufgebracht wird, ich schnapp mir den Experten. Und das ist Thomas von Baumit. Erklär mal, warum ist Startop so gut geeignet bei Feuchtigkeit? Startop leitet das Wasser wesentlich schneller von der Oberfläche ab wie vergleichbare Produkte. Große Tropfen perlen einfach schnell ab. Kleinere Tropfen werden durch den korallenförmigen Inhaltsstoff schneller von der Oberfläche abgeleitet, bieten somit keinen Nährboden für Algen und Pilze. Und diese drei Effekte zusammen bezeichnen den Dreipoleffekt, was der größte Vorteil von Startop ist. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und damit wir euch zeigen können, wie es funktioniert und aufgetragen wird, haben wir hier eine Arbeitsfläche vorbereitet. Was genau muss beim Untergrund beachtet werden? Also der Untergrund sollte wie immer sauber, tragfähig und trocken sein. Hier haben wir einen Kalkzementputz, den kann man eventuell abstauben. Ich empfehle auch noch eine Grundierung aufzubringen, weil der Verarbeiter einfach mehr Zeit hat, an der Fassadenfläche eine saubere, fertige Oberfläche hinzubekommen. Das ist eigentlich das Wesentliche, was entscheidend ist. Und dann kann man schon loslegen. Und dafür brauchen wir natürlich das entsprechende Werkzeug und unsere Arbeitsmaterialien. Was genau haben wir hier aufgereiht? Also hier haben wir erstmal unser Produkt, den Startop. Der ist verfügbar von 1,5 bis 3 mm. Vom Strukturkorn her, hier haben wir einen Kratzputz 2 mm. Dann haben wir hier unseren DG27, eine quarzsandhaltige Grundierung zum Egalisieren des Untergrunds und als Haftbrücke. Die wird natürlich aufgetragen mit einer Farbwalze. Dann haben wir Kelle, Spachtel, Traufel und die Kunststofftraufel zum Verreiben der Oberfläche und natürlich einen Motorquirl, um das Ganze anzurühren. Und genau das machen wir jetzt als Erstes. Jetzt nehmen wir uns die Farbwalze, tauchen sie in die frisch aufgerührte Grundierung und verteilen sie flächendeckend und satt an unserer Wand. Jetzt geht's ans Eingemachte. Was sind denn die Vorteile von Startop bei der Anwendung? Also Startop ist ein silikonharzgebundener Oberputz, lässt sich aber verarbeiten wie ein mineralischer, also sehr leichtgängig und sehr effektiv und schnell. Perfekt, dann führ uns einmal Schritt für Schritt durch die Anwendung. Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Wir werden es im Eimer aufrühren, tragen es in Kornstärke an die Wand an und verreiben es dann mit dem Kunststoffbrett und geben dem Ganzen eine Struktur. Ist der Putz gut zu verarbeiten? Ein ganz klares Ja. Der Füllstoff sorgt nicht nur für eine schnelle Abtrocknung, sondern auch ein leichtes, geschmeidiges Verarbeiten und eine gute Strukturierbarkeit. Perfekt. Und in welchen Farbtönen ist der Putz verfügbar? Der Putz hat einen sehr hohen Weißgrad, ist in allen Farbtönen unseres Live-Farbtonsfächer verfügbar und auf Anfrage auch noch in anderen Farbtönen. Wir sind fast fertig. Jetzt noch die abschließenden Fragen. Wie gewährleistet man denn jetzt ausreichende Trocknung bei unserem Putz? Also der Putz hat eine Auftragsstärke von 2 mm. Faustregel gilt, pro Tag 1 mm zum Trocknen. Das heißt, nach 2 Tagen ist er vollständig ausgetrocknet. In welcher Gradzahl? Ja, bei optimalen Temperaturen zwischen 5 und 25 Grad. Gut, dass wir das haben. Muss man den Putz denn im Anschluss dann noch bestreichen oder einen Anstrich verleihen oder passt es so, wie es ist? Prinzipiell hat das nicht nötig, gestrichen zu werden. Aber wer das natürlich möchte als zusätzliche Schutzfunktion, kann noch mal einen zweimaligen Auftrag mit der Starcolor durchführen und hat somit noch einen längeren Fassadenschutz. Wunderbar. Und jetzt die letzte Frage. Werden Pilze und Algen durch Chemie abgetötet? Nein, werden sie nicht. Es wird regelrecht an der Oberfläche das Wasser entzogen und somit der Nährboden zum Wachsen von Algen und Pilzen. Sie entstehen also gar nicht. So, dann lasse ich dich in Ruhe fertig machen und fasse nochmal zusammen. Prinzipiell wichtig ist eine zügige Verarbeitung beim Startup, da ansatzloses Arbeiten gefordert ist. Inklusive der Grundierung und dem Anstrich muss man mit ca. 15 Minuten pro Quadratmeter rechnen. Damit bleiben Fassaden aufgrund des Dry-Pour-Effekts langfristig schön. Das liegt besonders an der schnellen und großzügigen Verteilung von aufliegender Feuchtigkeit. Dadurch ist auch eine schnelle Trocknung der Fassade möglich. Und Algen wie auch Pilze haben keine Chance. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten Baustelle und da nehmen wir uns schon das nächste Projekt vor.